Ich warte. Manus, Potentis, Horror. Ich helfe, wo immer ich kann. Zauber zurückwerfen. Was kann ich tun? Hier, zeigt mir wohin und schlage zu. Schutz vor dem Bösen. Potenz ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Dann, nicht Todesschutz. Wo zur Hölle ist es gerade? Was suche ich eigentlich? Ach, da ist Verschwimmen. Ja. Schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. So. Incurtus, Fulcrum, Imperium. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Ich warte auf euren Befehl. Ja. Ich tue dir nicht, wenn es sein muss. Die das Natur nimmt das Leben, das sie gab. Lasst euch zu sich. Meine Klinge wird euch schon zurechtstoßen. Oh. Ja. Ich bin bereit. Oh, das ist übrigens nicht gut, dass wir hier drin stehen, wo der Angstzauber wirkt, ohne Furcht. Bannen. Okay. Minsk und Bo, allzeit bereit. Tempus. Wurde aber schon unterwegs. Okay, ist gut, dass sie verlangsamt ist. Da haben wir eine Chance, dass das Ganze ausläuft. Los, verstanden. So, dann finden wir hier die Falle bitte und deaktiviere sie. Trank der Unverwundbarkeit. Hm. Trank der Feuerriesenstärke. Ist was für Minsk? Trank der Unverwundbarkeit. Sprecht frei heraus. Hätte ich auch gemacht. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ich warte. So, ihr habt eure Furcht gestellt. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Und ihr habt euch der Furcht gestellt, ohne auf den Schutz und die Macht zu vertrauen, die das böse geboten hätte. Die Träne Bals gehört euch. Ja. Könnten wir nicht eine Pause? Auf geht's. Oh, die Mohren ist überladen. Bei wem fehlt eigentlich jetzt noch einer? Da. Keine große Herausforderung. Eigentlich hätte ich meine ja hier einen Stärkegürtel in die Hand drücken sollen und nicht Keldorn. Beziehungsweise Minsk. Hm.
So, Harry, du isst mal eine Nuss. Was kann ich tun? Gut, da haben wir das. Quick Save. Schwierigkeitsgrad runter. Minsk. Stufenaufstieg. ETW um 1 reduziert und 3 Trefferpunkte. Attribute. Magiewiderstehen. Gestaltet ist im Krieger, dass seine inneren Stärken feindlichen Magie zu überwinden. Der Krieger hält für 4 Runden eine Magieresistenz von 50. Ist mit der anderen Magiequelle nicht kumulativ. Magieresistenz von 50 oder höher verfügt, ist diese Fähigkeit nutzlos. Die Führung gegen jeder. Nicht so wirklich. Kriegsschrei. Mächtiger Wirbelwindangriff. Keine Nachteile durch den Einsatz der Fähigkeit. Eine Runde lang 10 Angriffe. Das ist sehr schön. Ohne Nachteile. Atem. Nun gut. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Würdet ihr euch sammeln? Danke. Was möchtet ihr? So, wir holen uns jetzt noch die letzte Träne, bevor wir rasten gehen. Und uns auf den großen Endkampf vorbereiten. Ah, und so kommt das Kind von Baal schließlich doch noch zu mir, um die letzte Träne von Baal zu holen. Ihr habt das weit gebracht. Sehr weit, in der Tat. Ah, also kommt das Kind Baals, er setzt sich zu mir und fordert die letzte Träne des Baals. Ihr seid sehr nah an eure Beute rangekommen, meine Fürstin des Moors. Ja, das seid ihr wirklich. Wovon sprecht ihr? Alles, was ich getan habe, war, mich einer Reihe seltsamer Prüfungen zu unterwerfen. Ich vermute, als nächstes werde ich mir erzählen, dass Irenikus hier die ganze Zeit hinter dieser seltsamen Tür gewartet hat. Das ergibt keinen Sinn. Erklärt mir, was ihr meint, oder sterbt scheusal. Wovon sprecht ihr? Prüfungen in gewisser Weise. Vergesst nicht, dass der Magier hier auch Macht innehat und zu vereiteln versucht, dass ihr ihn findet. Prüfungen habt ihr euch selbst gestellt mit eurer eigenen Macht. Was meint ihr damit? Wie findet ihr eure Seele, Kind des Baal? Findet ihr sie während eines Spaziergang? Nein, ihr müsst euch selbst kennen, die Tiefe eurer Leidenschaft und die Höhen eurer Verdorbenheit. Ihr seid gekommen, um zu erfahren, zu was ihr imstande seid, und das soll euch den Weg zu eurer Seele öffnen. Ihr seid es selbst. Eure Essenz ist, was ihr sucht, und ob ihr es nun wisst oder nicht. Deshalb kämpft eure Macht gegen die des Magiers an und bringt euch näher an euer Ziel. Bald werdet ihr die Augen mit dem Tränen des Baal öffnen. Und was dann? Wird die Tür aufschwingen und die Irenikus wird dastehen? Der Weg zu eurer Seele soll enthüllt werden, aber ihr werdet ihn nur als eine Tür wahrnehmen. Eine Schande, dass sterbliche Geister mehr Macht erlangen können, als sie zu begreifen fähig sind. Ich hoffe, ihr wart vorsichtig, Kind des Baals. Die neuen Höllen sind ein Platz der Vergeltung. Die Tränen können ebenso leicht verletzen wie Schmerz lindern. Warum sprecht ihr so in Rätseln? Was soll das heißen? Ich verschleiere die Wahrheit, weil es in meiner Natur liegt, um meine Fürsten des Mordes. Aber ich verbeuge mich vor eurer Herrschaft und beantworte eure Frage trotzdem. Es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid, Kind von Baal. Nur ihr habt die Macht, um die schreckliche Kreatur zu besiegen, die hier eine der Tränen eures Vaters bewacht. Ich habe von euren Fähigkeiten gehört, Kind. Wahrhaft beeindruckend für einen Sterblichen. Mächtige Kreaturen, die wie nichts beiseite geworfen wurden. Wesen, bei deren Anblick andere Sterbliche vor Angst im Boden versunken wären, habt ihr tapfer bekämpft. Danke. Ihr seid ein Wunder der Zerstörungskraft, Kind des Baal. Nun denn, geht und vernichtet die Kreatur, die in der Höhle lauert. Zertretet sie mit euren Stiefeln und beansprucht einen weiteren Sieg für euch. Wenn er das so vehement will, dann will ich mich eher dagegen lehnen. Von was für einer Kreatur sprecht ihr da? Eine mächtige Kreatur, Kind von Baal. Eine, die nur ihr vernichten könnt.
Ich vertraue euren Fähigkeiten, eine solche Kreatur besiegen zu können und dadurch eure Träne zu gewinnen. Gut, sie ist mächtig, aber was für eine Kreatur ist es? Es ist eine Kreatur, die den Tod verdient, Kind von Baal. Ihr seid ein großartiger Kämpfer. Und ich dachte ganz einfach, ihr könntet das vollbringen, bei dem andere versagten. Warum verdient diese Kreatur den Tod? Weil sie existiert. Sie steht euch im Wege. Weil sie existiert. Sie steht euch im Wege, um ein Versuch des Mordes. Wollt ihr damit sagen, dass diese Kreatur die Träne nicht freiwillig geben wird? Nun, nein. Aber ich denke, wenn ihr nur nett genug danach fragt, könnte sie euch vielleicht geben. Ja. Ich sehe, dass ihr trotz eurer großen Taten nicht stolz auf euch seid, Kind von Baal. So sei es denn. Bescheidenheit leistet all jenen gute Dienste, die mit ihr umgehen können. Mhm. Ich bin auf einem, der offenbar meine Charakterstärke. Das hatten wir schon. Ich bin auf einem Dämon getroffen, der versuchte, an meinen Stolz zu appellieren. Er hat mich dazu bringen wollen, ein fürchterliches Wesen anzugreifen, das angeblich im Besitz einer Träne Baals sei. Je mehr ich den Dämon ausfragte, desto frustrierter wurde er. Schließlich kam er zu, dass das Wesen vielleicht sogar bereit wäre, mir die Träne freiwillig zu überlassen. Ich muss so selbst herausfinden, was für ein Wesen es sich da eigentlich handelt und ob ein Kampf wirklich notwendig ist. Der Dämon, der die letzte Träne des Baals besitzt, hat mich über einige Sachen aufgeklärt. An diesem Ort, diesem Teil der Hölle, über den ich Macht habe, sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Meine Gedanken kämpfen hier gegen Irenikus. Ich suche nach ihm und gleichzeitig versuche, sich zu verstecken. Aber Irenikus hat meine Seele und der Weg, meine Seele wiederzubekommen, liegt darin, sie besser zu kennen als er. Daher die Prüfung, die ich mir selbst stelle. Mit jeder komme ich näher an den Ort, an dem sich Irenikus aufhält. Und bald wird der Weg zu meiner Seele offen sein. Die Feststellung, dass es mein eigenes Unterbewusstsein ist, das diesen Ort erschafft, ist beunruhigend. Vielleicht ganz besonders, weil er so scheint, als laufe alles auf normalem Weg ab. Der Dämon warnte mich davor, dass man sich an den Tränen des Baals auch stechen kann. Die Hölle ist ein Ort der Vergeltung. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Ach, mal wieder ein Drache. Ihr habt euren Stolz überwunden, Talisa. Die Träne Baals ist euer. Geht in Frieden. Jo. Ja, keine große Herausforderung. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ihr müsst eure Gruppe erst. Quicksave. Rasten. Dann gehen wir zum Turm, machen da erstmal einen Quicksave davor. Ja, wir haben ja jetzt alle 5 Tränen. Also ja, einen Dämon so lange zu nerven, bis er keinen Bock mehr hat oder einen Teufel, was auch immer es war gerade. Das ist lustig. Ihr wurdet immun gegen magische Waffen mit einem Bonus von plus 1 oder weniger. Yay. Ihr habt plus 10% auf eure Magieresistenz erhalten. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt ist. Alle eure Rettungswürfe wurden um 2 Punkte verbessert, was sehr gut ist. Eure Resistenz gegen Feuer, Kälte und Elektrizität wurden um 20% erhöht. Eure Weisheit und eure Charisma wurde um 1 Punkt erhöht. Da ist er. So werden wir also noch ein letztes Mal gegeneinander kämpfen. Es gibt kein Verstecken mehr für uns. Mhm. Ich werde es genießen, euch zu töten, Talisa. An diesem Ort zu sterben, heißt die Existenz aufzugeben. Ihr habt euch schon einmal besiegt, Irenikus. Ihr habt keine Chance. Das wäre mehr, als ihr verdient. Es war euer Plan, der uns hierher brachte. Wegen euch bin ich an diesem schrecklichen Ort. Ihr werdet zahlen.
Was ist los, Irenikos? Haltet ihr die Hitze nicht aus? Ihr klingt, als hättet ihr Angst vor diesem Ort. Ich bin bereit, euch gegenüberzutreten. Ich habe die Tiefe meiner Seele erblickt und ich spüre keine Furcht. Ja, vielleicht seid ihr in euch selbst fokussiert, ungeachtet des Verlusts eurer Seele. Aber ich weiß ebenso viel über mich selbst und ich spüre ebenfalls keine Furcht. So schrecklich dieser Ort auch ist, er spiegelt doch die Seele wider, die wir nun teilen. Ihr mögt ihm nicht gewachsen sein, aber ich habe gelernt, seine Angebote zu schätzen. Nun verteidigt euch. Einer von uns ist nicht wirklich tot. Und wenn nur einer überlebt, kann der andere wiedererweckt werden. Ich werde frei sein mit dem, was ich genommen habe.